So, also hier sind wir im Wix. Wix ist die Plattform, wo Sie sehr, sehr einfach Webseiten erstellen können. Und da ist eine Anzahl, eine gewisse Anzahl oder eine Unzahl an Templates sind da bereits schon vorhanden. Das heißt also, etwas selbst zu erstellen ist sehr, sehr einfach. Und das haben Sie innerhalb von einigen Stunden, haben Sie schon eine ansprechbare Webseite. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie Sie das so machen könnten. Wir könnten da ein neues Projekt quasi erstellen. Das ist schon ein Projekt, das gegeben. Und wir machen da eine neue Webseite erstellen. Und zwar gehen wir da kurz raus. Entschuldigung. Webseitenverwaltung. So. Und jetzt könnten wir da mal einsteigen und sagen, wir möchten eine neue Webseite erstellen. Da oben sehen Sie, neue Webseite erstellen. Und da, wenn Sie eine neue Webseite erstellen möchten, dann haben Sie automatisch sehr, sehr viele Vorlagen, die Sie da wählen können. Sie sehen da auf der linken Seite nach Kategorien, Unternehmen, Online-Job. Dann haben Sie Fotografie, Musik, Design, Restaurant und Essen, Tourismus und so weiter und so fort. Also gibt da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir nehmen einfach mal eine und können die dann natürlich auch ein bisschen anpassen. Gehen wir da mal beispielsweise bei Tourismus, machen wir eine Seite für Reisen und Tourismus. Und nehmen wir das hier beispielsweise. Wir können es mal zuerst mal ansehen, wie das Ganze aussieht. Und Sie sehen da, Wix gibt uns schon eine Möglichkeit, und zwar die ist schon fix fertig, schon vorkonfektioniert mit Home, Essen, Sport, Entspannen. Selbstverständlich können Sie das dann nach alles noch umstellen. Aber wir würden jetzt mal sagen, okay, diese Webseite würden wir bearbeiten und schon geht's los. Jetzt wird die Seite geladen und danach können wir schon mit dem Projekt quasi starten. Und zwar einfach, das heißt, da ist die Seite schon und jetzt sehen Sie, wir sind da quasi auf der Seite, also im Backend, wo wir das Ganze gestalten können. Also sehen Sie da. Sehr, sehr einfach verschieben von Bildern und da haben Sie Text und so weiter und so fort. Aber das zeige ich Ihnen dann alles noch zum gegebenen Zeitpunkt. Wie gehen wir vor? Wir haben da mal die Seite mit der Navigation. Wir fangen bei der Navigation an und die Seite ist schon strukturiert. Das heißt, wir haben da die Home-Seite, dann haben wir die Info, Essen, Sport, Entspannen und Reisepaket. Und wir gehen da mal wechseln auf die Seite Essen und dann sind wir schon da. Das ist schon bereits die nächste Seite. Und beispielsweise Sport. Wie sieht das im Sport aus? Und so sieht es dann letztlich im Sport aus. Ich mache jetzt da mal kurz zu. Übrigens, wenn ich da eine Seite hinzufügen möchte, absolut kein Problem. Also ich habe da eine Seite. Sie sehen, ich kann dieser Seite zum Beispiel sagen, das wäre jetzt nicht Sport, sondern Ausgang und dann habe ich da Ausgang, kann ich okay sagen und je nachdem, das könnte ich jetzt dazu Sport quasi anhängen, das heißt also in der Navigation unter Sport und dann erscheint es auch nicht da oben, wenn ich es da hingegen da, dann sehen Sie, jetzt ist es da mit Ausgang, ist es, hat es einen eigenen Button direkt bei der Main, also bei der Hauptnavigation. Jetzt ist es in der Unternavigation bei Sport. Ich kann auch kurz mal schauen, wie das Ganze aussehen würde im Web. Und Sie sehen, das ist eigentlich schon die Ansicht. Die ist noch ein bisschen mit Werbung versehen. Logischerweise eine Webseite mit Wix erstellen. Das ist die Werbung, die mir natürlich Wix quasi so rein tut oder reinprescht, bevor ich sie dann kaufe. Sobald sie die Webseite also bezahlen, dann erscheint die Werbung nicht mehr. Und Sie sehen, so sieht es aus und das ist die Navigation. Und Sie sehen, da haben wir jetzt unter Ausgang, die ist natürlich leer, aber die wäre jetzt da, die Ausgang, Entspannen, Home und so weiter und so fort. Und da kann ich sofort dann wieder zurück zum Editor, aber ich möchte Ihnen noch kurz etwas anderes zeigen. Das heißt, wir haben hier noch die Editor-Einstellungen.
anwechseln, Editor wechseln. Das heißt also, ich zeige Ihnen kurz, wie das aussieht auf einem Mobile. Und Sie sehen, so sieht es dann letztlich auf dem Mobile aus. Und das können Sie übrigens auch natürlich bearbeiten. Das heißt, zeige ich Ihnen dann alles auch noch. So, jetzt gehen wir da zurück zu unserem Zeichnungs, also im Zeichnungsbereich Backend. Das heißt also da, wo ich die ganze Webseite bearbeiten kann. Und wichtig zu wissen, das heißt also, wir haben jetzt mal da die ganze Navigation kurz angeschaut. Wir können vielleicht noch kurz die Buttons anschauen. Das heißt also Webseite, Speichern, Vorschau. Und da rechts sehen Sie immer, was eigentlich dann so passiert. Feedback holen oder veröffentlichen. Das heißt also die Webseite dann veröffentlichen. Webseite ansehen, das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Die Domain verbinden, das heißt mit Ihrem Namen. Premium-Angebot nehmen, Mobile-Editor, das zeige ich Ihnen, wie das Ganze auf dem Handy aussieht. Oder da haben wir natürlich noch Bildoptimierungen, Webseitenverwaltung, Webseite-Einstellung, Webseitenverlauf. Also man kann da beispielsweise eine ältere Webseite wieder hervorholen, wenn ich da irgendetwas Fehler programmiert habe oder irgendetwas oder etwas vergessen zu machen. Dann kann ich eine alte Webseite, sagen wir von gestern, nochmals zurückholen oder Editor verlassen. Das machen wir jetzt nicht. Da haben wir die Ansicht, wie soll das Ganze aussehen mit Bearbeitungsleiste, mit Lineale. Kann ich zum Beispiel auch noch haben. Sehen Sie da oben, wenn ich Lineale kriege, haben Sie da die Lineale. Und das lasse ich mal raus. Die Rasterlinien, das wären die Linien, die Sie da sehen. Sehen Sie, die können Sie auch noch selbst oder an Objekt anpassen. Das heißt, wenn Sie irgendetwas integrieren, dass direkt am Objekt angepasst wird, also Bild oder so. Dann haben Sie Editorhilfe, Tastaturkürzel, Domain verbinden, online gefunden werden mit SEO. Das Thema SEO schauen wir dann an in einem separaten Tutorial. Feedback geben, Nutzungsbedingungen kurz anschauen und Datenschutzrichtlinien. Und das ist das Ganze, was zum Premium-Paket dazugehört. Das heißt also, wenn Sie das Paket kaufen, Jahrespaket Unlimited holen, das heißt also kostenlose Domain für Ihre Webseite, unbegrenzte Bandbreite und mehr Speicherplatz, dann haben Sie Google Analytics verwenden und Werbung von Wix wird logischerweise dann entfernt. So, und dann auf der linken Seite haben wir da, was wir quasi für die Bearbeitung dieser Webseite brauchen. Das heißt, wir haben da einen Hintergrund. Sie könnten da beispielsweise, ich mache das mal kurz so, ich könnte diesen Hintergrund da überarbeiten oder anders oder ändern. Und dann sehen Sie so, und jetzt habe ich den Hintergrund, Entschuldigung, das war nicht der Streifen, was ich da oben habe, sondern Hintergrund, habe ich einen anderen Hintergrund, und zwar mit einem Bild. Sie sehen es da oben. Ich mache jetzt da vielleicht damit zurück. Mit, können Sie also die Tastaturkürzel benutzen, die Sie auch im Word oder sonst gebrauchen. Mit Command Z oder Control Z sind Sie da wieder zurück. Das heißt also, Seitenhintergrund anstatt weiß könnten Sie aber auch beispielsweise eine andere Farbe geben. Das könnte beispielsweise so in diesem Gelb sein oder so, was Sie dann schlussendlich möchten. Ich mache jetzt da nichts. Und lass es mal weiß, damit man das ein bisschen sieht. Dann können wir da ein bisschen hinzufügen. Und bei Hinzufügen ist, da wird es jetzt interessant. Und zwar, da haben Sie Text, Bild, Galerie, Diashow, Button, Box, Streifen, Form, Video, Musik, soziale Netzwerke, Kontaktmenü, Liste, Blog, Online-Shop und Sonstiges. Und was interessant ist, oder für Sie interessant, das heißt, wir haben jetzt da eine Fülle an Textmöglichkeiten, aber wichtig ist, Sie können auch da rechts davon kurz mal schauen, was ist es dann, Vorschläge für Text, Sie haben Titel, Sie haben Textabschnitte und Sie haben dazu noch relevante Apps, das sind die da unten, die man zum Beispiel noch integrieren könnte, das heißt da, das heißt jetzt beispielsweise Cool Text. Bei den Bildern genau das gleiche, das heißt, wir haben meine Bilddateien, das heißt, ich kann da meine Bilddateien importieren oder integrieren. Dann habe ich Bildersammlungen, das heißt, die sind
kostenlos von Wix, gibt es also eine Fülle an Bilder, die sind kostenlos, Bilder Cliparts ebenfalls, oder auch Bilder von Bigstock, die muss man teilweise bezahlen, aber das sind günstige, wirklich günstige Angebote. Dann gibt es Bilder von den sozialen Netzwerken, beispielsweise von Facebook, Instagram, Picasa, Flickr und so weiter und so fort. Da bin ich nicht so ein Fan davon, Bilder von diesen zu integrieren, aber das kann man natürlich machen, das ist up to you. Und Sie haben da unten noch die relevante Apps, das heißt Rollover Image Effects oder Photo Editor, das Sie auch noch gebrauchen könnten. Galerien, da wird es interessant und spannend. Wir haben auch eine Fülle oder eine Unmenge an Galerien, Sie sehen es da oben, wie das Ganze aussieht, und wenn Sie ganz klein sich achten, dann sehen Sie, wie das Ganze so reagiert, auch da, wie die ganze Sache reagiert, da oben auch, also alles im Prinzip im kleinen Bereich. Ich könnte jetzt mal da auf eine neue Seite, das heißt die Seite, die wir mit Ausgang definiert haben, könnte ich da mal beispielsweise eine Galerie importieren, und das wäre die da, und die ist dann schon bereits gefüllt mit Bildern, sehen Sie, das passt sich automatisch an. Ich kann sie aber auch so vergrößern, und dann kann ich, Sie sehen, die Bilder passen sich automatisch dann an, und das wäre jetzt so eine Galerie. Da können Sie Bild ändern, selbstverständlich mit diesen Bildern. Das sind die Bilder, die bereits schon integriert sind, aber das können Sie dann natürlich mit Ihren Bildern ersetzen. Aber vielleicht auch noch interessant, Sie können das noch anpassen. Sie sehen, was da passiert ist. Das heißt, dass Sie passen das Ganze an, oder da haben Sie einfach nur den Zuschnitt. Und da sehen Sie, das ist das ganze Bild. Also so, wie das Bild effektiv ist. Aber das macht nicht unbedingt Sinn, weil Sie haben Hoch- und Querbilder. Sie sehen es jetzt da. Ist nicht unbedingt ideal. Also machen Sie lieber so etwas wie da. Also Zuschnitt. Und Sie können es auch so machen, dass Sie da beispielsweise die Bilder, dass sich die in einem Pop-up öffnen, oder dass Sie da, dass sich ein Link öffnet. Zurück mal zum Layout, oder nicht zurück, sondern weiter zum Layout, und da ist jetzt spannend und interessant. Das heißt, wir haben jetzt das schon definiert, das ist auch standardmäßig definiert von Wix. Sie haben drei Spalten, aber Sie können da beispielsweise sagen, okay, ich möchte vier Spalten, und dann sieht das sofort anders aus. Das heißt natürlich mit zusätzlichen Bildern. Und Sie haben drei Reihen, oder Sie machen nur zwei Reihen, und dann sehen Sie automatisch, da unten erscheint dann etwas mit mehr Anzeigen. Das heißt also, die nächsten Bilder, die muss man dann sich anzeigen lassen. Ich gehe da wieder zurück mal auf drei Reihen. Und Sie können, was ich auch noch definieren können, Sie können den Abstand dazwischen definieren. Sie sehen, da werden die Bilder natürlich kleiner, aber da Sie können auch 0 sagen, dann ist alles zusammen. Das ist auch eine Möglichkeit, aber vielleicht würde sich da lohnen, wenn Sie einfach so mal 5 Pixel so drin haben. Und zusätzlich könnten Sie sagen, okay, ich möchte ein spezielles Design oder Design gestalten, dann können Sie da auf die Linie gehen, also auf diesen Button gehen da unten, Entschuldigung, ich zeige es nochmal, das heißt also Design, da auf Design gestalten, und da können Sie sagen, die Farbe die Füllfarbe und Deckkraft, was haben wir da, das ist schwarz, und jetzt möchte ich das beispielsweise in Rot haben, auch alles kein Problem, oder die Ränder, die Deckfarbe der Ränder, die soll nicht in dieser Farbe sein, sondern soll vielleicht in Gelb sein. Die sieht man jetzt da aber natürlich nicht, weil ich da gar keine, Entschuldigung, das wäre da, Ecken, nein, das sind die Ecken, das heißt, ich könnte da jetzt mal mit 5 Pixel, oder das ist ein bisschen zu viel, 5 Pixel spielen, das heißt, das ist ein bisschen abgerundet, oder ich zeige es vielleicht ein bisschen größer, indem das mal 20, und dann sind die Bilder gerundet, aber Sie können da natürlich auch wieder 0 eingeben, das ist kein Problem. Dann haben Sie Text, und beim Text können Sie definieren, da ich möchte Stencil als Schrift, sehen Sie, dann hat sich das geändert, und da haben wir die Textboxhöhe, können Sie da die Textboxhöhe verändern, und die Füllung ebenfalls können Sie da verändern, und auch die Bildausfüllung können Sie da verändern,
Also da ist ein bisschen zum Spielen auch oder Spielen angesagt. Selbstverständlich, da haben wir jetzt, ja, vorhin ging das nicht, weil ich hatte ja nicht definiert, wie breit das die Ränder sind. Deshalb mit 0 kann er ja gar nichts anzeigen, aber sobald man da etwas gibt, beispielsweise 4, sieht man, wie die Ränder dann letztlich aussehen. Das könnte ja auch einen tollen Effekt geben, beispielsweise, dass es so aussieht wie ein Polaroid-Bild. Dann wäre es dann vielleicht aber in Weiß. Ja, und dann, also das war jetzt Standard und ich kann dann auch definieren im Bereich Mouseover. Wie sieht es dann aus im Mouseover-Effekt? Das heißt also, Mouseover soll es dann beispielsweise so aussehen. Das heißt also, wenn ich jetzt da drüber fahre, ich mache jetzt da mal kurz zu, speichere kurz einen Moment. Das ist der Name meiner Webseite. Will er da und jetzt gehe ich auf Vorschau. Das wäre alles gut. Und jetzt mache ich Vorschau. So, und wenn ich jetzt da. Sehen Sie, dann wird es da in diesem grün. Okay? Gut, dann gehen wir da zurück. Sind wir bereits schon? Und schauen wir uns mal an. Das heißt, also, wir haben da die Galerien. Die können Sie natürlich auch total verändern, indem dass Sie sagen, okay, ich möchte eine ganz andere Galerie. Layout beispielsweise. Entschuldigung, das wäre da. Oder doch nicht, das wäre da. Ja, genau. Ich möchte dieses Layout da und dann sieht es sofort anders aus oder so etwas in der Art oder so etwas. Das können Sie da wirklich selbst einstellen. Sie können aber auch sagen, ich möchte nicht nur Galerie, sondern ich möchte da ein Horizontal, eine oder eine Horizontalgalerie und dann sieht die so aus. Das heißt, jetzt habe ich eine Horizontalgalerie und zwar von, das ist von im Bild, also so vom Rand zum Rand, also nicht nur da drin, weil das ist eigentlich normalerweise was man sieht, aber bei größeren Bildschirmen sieht man natürlich mehr. Das heißt also, das Bild wird dann automatisch angepasst und Sie sehen da bei diesem Bild, wenn ich jetzt da reingehe, dann sind es auch verschiedene Bilder, die da erscheinen. Das sieht man da an diesen Punkten. Sehen Sie, also wenn ich jetzt da mache, schauen, Vorschau. Die Vorschau sehen Sie und jetzt kommt das nächste Bild, kommt darauf an, was ich da für eine Transition gewählt habe, ist vielleicht ein bisschen zu lang gewählt. So, dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Zurück zum Editor, zeige ich Ihnen nochmals kurz, vielleicht ist die Transition ein bisschen zu lange gewählt. Das wäre irgendwo da oder da, weiß gar nicht mehr genau, wo das effektiv versteckt ist, aber müsste da irgendwo da sein. Kleinen Moment. Ach, ich finde es im Moment nicht, aber das kann ich Ihnen dann noch nachliefern, sobald ich das kurz habe. So, das wäre das im Moment mit den ersten zwei, also Hintergrund und beim Hinzufügen von Text, Bild und Galerien. Im nächsten Tutorial zeige ich Ihnen noch andere Sachen dazu. Herzlichen Dank im Moment.